Geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu der Sportsendung Seitenlinie. Die neu gegründete Schaffhauser Gönnervereinigung Christel hat sich zum Ziel gesetzt, junge Schaffhauser Schneesporttalente finanziell zu unterstützen. Anlässlich der ersten Generalversammlung vom letzten Donnerstag haben Sie den Swiss-Ski-Präsident Urs Lehmann zu einem Referat eingeladen. Von ihm wollen wir wissen, ob Schaffhausen wieder einmal mit einem Weltcup-Athlet auftrumpfen kann. Herzlich willkommen, Herr Lehmann, bei uns im Studio. Guten Abend. Herr Lehmann, bei uns in Schaffhausen, da gibt es keine Berge. Wir haben zwei kleine Übungslifte für Kinder. Trotzdem wird da so eine Gönnervereinigung ins Leben gerufen. Ist das nicht eher etwas Außergewöhnliches? Ja, es ist nicht alltäglich, würde ich sagen, aber es ist sehr schön. Also ich schätze das ungemein und darum habe ich mir auch sehr gerne die Zeit genommen, auf Schaffhausen zu kommen. Selbstverständlich gibt es da nicht Alpen oder Viertausiger. Aber rund um den Markus Schlegel gibt es da wirklich ein paar Leute, nicht nur jetzt mit dieser Gönnervereinigung, sondern auch sonst sind die immer wieder im positiven Sinn aufgefallen, weil sich die wirklich für den Schneesport und für eine lässige Sache für die Jungen engagiert haben. Okay. Sie sind einer, der im Flachland gross geworden ist. Sie haben im Kanton Aargau gewohnt, Sie haben es bis an die Weltspitze geschafft. Wir haben auch mal eine gute Katharina Ehret, die viel Erfolg hatte im Schneesport. Aber in der heutigen Zeit, ist das noch möglich, dass man als Flachländer im Schneesport Erfolg hat? Ich glaube schon, dass es möglich ist, insbesondere mit den Strukturen, die wir jetzt im Nachwuchs geschaffen haben die letzten Jahre, wo man Ausbildungsstätte und Trainingsstätte miteinander verkoppelt hat, die sogenannten Leistungszentren, ist es möglich, aber selbstverständlich ist es für jemanden, der aus den Bergen kommt, der vielleicht noch mit der Ski in die Schule geht oder am Nachmittag in 10 Minuten am Lift, ist viel einfacher, als wenn man von Zürich oder sogar von Schaffhausen irgendwo her muss, wo man halt einfach wahrscheinlich eine Stunde muss fahren, bis man in einem Skigebiet ist. Also es wird nie gleich viele Flachländer geben wie Bergler. Das ist von Natur aus gegeben. Aber gibt es gerade ein aktuelles Beispiel, wo man sagen kann, das ist ein Flachländer und der hat Erfolg im Schneesport oder eben auch in den Wintersportdisziplinen? Haben Sie da gerade? Ja, das ist jetzt noch schwierig. Oder? Wir haben etwa 400 Athleten im Ganzen. Aber wenn wir jetzt hier von dieser Gönnervereinigung von Christel Schaffhausen, ist ja der Marvin James, der unterstützt wird zum Beispiel im Snowboardcross. Wo sehr nahe dran ist, der schon sehr gute Resultate gezeigt hat und andere. Da müsste jetzt schnell in der Liste durchgehen. Oder? Da kommt jetzt gar keinen in den Sinn, aber es gibt sicher. Sie haben angesprochen, wir haben eigentlich zwei in Schaffhausen, die ambitionierter sind. Das ist der Clemens Bolli und der Marvin James. Sehen Sie für die Perspektive so in den nächsten Jahren? So wie ich das beurteilen kann, ich bin jetzt nicht ganz nahe dran, aber ich verfolge das natürlich auch. Auch die Resultatlisten glaube ich das schon. Dass die beiden das Talent haben. Da gehört immer noch ein bisschen Glück dazu, dass man sich nicht verletzt, dass man vielleicht im richtigen Moment am richtigen Ort ist. Aber ich bin durchaus überzeugt, dass die beiden das Potenzial haben. Okay. Ich möchte mit Ihnen noch ein bisschen auf die aktuelle Saison, die vor etwa zwei Wochen geendet hat, zu reden kommen. Es war eine turbulente Saison. Swiss Ski hat nicht nur auf der Piste für Furore gesorgt, sondern auch neben der Skipiste für Gesprächsstoff. Letzte Woche ist der Mauro Bini nicht entlassen worden, er ist gegangen. Riesenunterschied. Ja, richtig. Genau. Was sind die Gründe dafür, dass er den Rücktritt gegeben hat? Na gut, ist sehr viel passiert. Ich meine, rund um den Fall Appenalp Bini hat man ja mitbekommen vor schon einem Monat. Das war eine nicht ganz einfache Situation für die beiden. Im Nachgang ist relativ, kann ich glauben, weglassen, ist viel Druck auf den Mauro gekommen. Aufgrund von dem hat er sich dann irgendwann nicht mehr in der Lage gefühlt, um die angestrebten Ziele, höhere Ziele, die er sich gestellt hat und die Mannschaft gestellt hat, in dieser Konstellation nicht mehr zu erreichen. Das spricht irgendwo auch für ihn. Ich muss sagen, auf der menschlichen Seite habe ich sehr viel Verständnis. Wir sind dann, wir haben viele Diskussionen gehabt, wir haben gehofft bis zuletzt, dass er noch weitermachen würde. Das heisst, menschlich Verständnis. Auf der anderen Seite, rein in meiner Funktion vom Skiverband her, mache ich keinen Hehl daraus, dass ich enttäuscht bin, weil er hat sich selber 3 Jahre ausbedungen, wo er Zeit braucht, um das Team wieder aufzubauen, ein neues Technikteam an die Spitze zu bringen. Man hat dieses Jahr das erste Mal gesehen, dass er unter seiner Federführung das Abfahrtsteam hat Fortschritt gemacht, technisch, wirklich. Die sind am Anfang sehr gut gefahren, bis sich Fabien Sutter und Dominique Gysin als Teamleaderinnen verletzt haben und dann das Team wirklich von der Rolle war. Ist eigentlich positiv gewesen. Und in dem Sinn tut es mir natürlich schon das Herzblut für den Sport.
Sport und auch für die Athletinnen, dass jetzt der Mauro auch gegangen ist. Sie sagen, in der Speed-Disziplin haben Frauen Fortschritt gemacht. In der technischen Disziplin war es aber eher enttäuschend gewesen, die letzten Rennen überhaupt noch zu schauen. Die Schweizer Beteiligung war gleich null gewesen. Da muss man einen Schritt gehen. Das ist richtig. Der Mauro Pini hat bei Atri gesagt, er müsse bei null anfangen. Er hat sogar noch ein bisschen Tavola Rasa machen, leider. Was menschlich auch nicht immer ganz einfach ist, aber er hat das konsequent gemacht. Und hat gesagt, ich brauche 3 Jahre, bis ich wieder ein Team habe, oben habe. Und jetzt sind wir nach dem 2. Jahr. Darum kann man, wenn man rein nur Weltcuprennen schaut, kann man nicht beurteilen, ob er jetzt auf Kurs ist oder nicht. Da muss man ein bisschen tiefer gehen, Europacup, wenn man auf Kurs ist. Und dort, die Analysen, die laufen noch so. Also es gibt positive Beispiele, wie Wendy Holdener, die gerade am Team-Event die Saison nicht so super, aber im Team-Event hat aufgezeigt, was sie kann. Sie ist die 3 Mal, wo sie gefahren ist, Laufbestzeit gefahren von allen Damen. An der Junioren-Weltmeisterschaft und auch im Europacup hat es zum Teil ansprechende Erfolge gehabt. Aber ich möchte jetzt da nicht die schützende Hand drüber legen. Ich selber hätte es auch gerne, wenn wir wieder das Technikteam lieber heute wie morgen hätten. Aber wenn wir uns ein bisschen an den Zahlen orientieren, an der Nationenwertung der Frauen, dann sind wir noch vor 2 Jahren sind wir auf dem 3. Platz gewesen. Vor einem Jahr sind wir auf dem 4. Platz gewesen. Ja. Jetzt sind wir auf dem 5. Platz. Alle unsere Nachbarn fahren uns ein bisschen davon. Das ist noch spannend. Wir sind sogar auf dem 6. Platz bei den Damen, oder? Jetzt müssen Sie aber sehen, oder? Wenn Sie schon die Historie verfolgen, dann komme ich mit dem Gegenteil und sage, ja, okay, ich muss nicht aufs letzte Jahr zurück. Ich kann im Januar zurück, wo das Team immer noch Dritte war. Trotz allen Verletzungen ist das Team, also nur das Damenteam, das Herrenteam, ist sowieso auf dem Rang 2 gewesen und hat sich dort auch festsetzen können. Zeitlang sogar im Speedbereich Nummer 1 gewesen, was man schon lange nicht mehr hatte. Aber Damen, und dann muss man auch wieder anschauen, bei den Damen sind 15 Fahrerinnen in diesen 3 Weltcup-Teams. Von diesen 15 sind 10 mindestens teilweise, wie Nadia Kammer, die Hälfte von der Rennen gefahren ist, und die anderen zum Teil sogar die ganze Saison ausgefallen. Das kann kein Team auf dieser Welt, nicht einmal die Österreicherinnen, könnten das verkraften, insbesondere wenn es noch die Leaderinnen sind, wie eine Fabienne Sutter und Dominique Giesin. Also ich glaube, man muss es sehr, sehr relativ anschauen. Wenn sich die beiden nicht verletzt hätten, stelle ich sogar in den Raum hinein, wären Pinio und der Appenalp heute immer noch im Amt. Okay. Gerade zu diesen Verletzungen. Es ist auffallend, wie viel Kreuzbandriss das da passiert. Ist das auch ein Trainingshintergrund, dass man mehr aufs Krafttraining noch Wert legen muss? Oder wieso gibt es gerade die schweren Verletzungen in dieser Anhäufung? Das ist wirklich eine dramatische Entwicklung, wo wir sehr detailliert am Anschauen sind, wo wir jetzt die sämtlichen Forums, Meetings, die wir haben, ist das ein Standardthema, wo wir uns die Frage stellen. Ich kann sie im Moment leider nicht abschliessend beantworten. Weil es doch ein sehr komplexes Thema ist. Wir haben gewisse, Mürisee hat sich beim Fußball verletzt, oder? Eines unserer grössten Talente, Junioren-Weltmeister, der im Slalom übrigens sehr gut könnte fahren. Andere haben sich auf der Piste verletzt oder in der Turnhalle. Also wir müssen es super analysieren, aber wir wissen, wir müssen das auch reduzieren, weil das können wir uns gar nicht leisten. Und wollen uns das auch nicht leisten gegenüber den Athleten. Im Alpin, wir haben es angesprochen, es ist nicht so gut gelaufen, mal abgesehen vom BF Veits, der eine super Saison hinter sich gebracht hat. Ja, Didier Güsch müssen sie auch gelten lassen. Didier Güsch mit seinen 1000 Punkten. Gerade eine Anschlussfrage, wer holt denn die 1000 Punkte, die Didier Güsch in diesem Jahr noch für uns geholt hat, im nächsten Jahr? Ja, Sie kennen ja auch Carlo Janka, der immerhin vor 2 Jahren den Gesamtweltcup gewonnen hat. Er ist auch körperlich angeschlagen, wie auch Sandro Villetta, der am Anfang des Jahres noch ein Rennen gewonnen hat in Beaver Creek, ein Super-G, mit dem Rücken massivste Probleme hatte nachher. Es gibt einen Silvan Zurbriggen, der dieses Jahr weiter weg von seinem Potenzial war. Der war das letzte Jahr noch 6. im Gesamtweltcup. Also ich glaube, das Potenzial ist da. Es gibt keine Garantie. Der Sport ist sehr, sehr unberechenbar, im Positiven wie auch im Negativen. Aber wenn man es realistisch anschaut, dann haben wir doch ein paar Athleten. Didier Defago möchte ich auch nicht vergessen, wo nach einer Verletzung dieses Jahr schon gut war, die Konstanz noch ein bisschen gefehlt hat. Und wir haben ein paar Athleten, die Lücke schliessen können. Aber sie müssen es zuerst machen. Okay. Swiss-Ski vertritt nicht nur den Alpinsport, sondern es gibt auch noch ganz erfreuliche Themen. Dario Colonia, Stichwort, ist eines der wichtigsten Aushängeschilde geworden in diesem Jahr von Swiss-Ski.
Ja, ich glaube, das, was er vollbracht hat, ist sicherlich am höchsten zu werten von allen Sportlern, die wir bei uns haben, dieses Jahr. Und ich möchte noch eines sagen, wenn ich müsste vergleichen, die positiven Nachrichten mit den negativen, dann ist es 10 positiv und eine negativ. Auf den negativen wird medial ein bisschen umgeritten, ist bei den Damen Alpin. Ja, aber wichtiger wäre noch, dass der Feuz um den Gesamtweltcup gefahren ist bis zum zweitletzten Rennen, was wir in den letzten 20 Jahren zweimal hatten. Dario ist wunderbar, Patricia Kummer gewinnt den Gesamtweltcup im Snowboard plus Disziplin Alpin. Wir haben im Freestyle wunderbare Resultate. Der Simi hat sich fangen, glücklicherweise zum Ende der Saison hervorragend abgeschlossen und nicht einfach den Turnaround in der Saison zu machen. Also von dem her dürfen wir glaube ich, sehr, sehr zufrieden sein. Gibt es noch in den anderen Sportarten auch Talente, wo Sie denken, nächstes Jahr kommt da der Durchbruch? Freeski denke ich daran oder in anderen Bereichen von Freeski? Zum Glück sprechen Sie das jetzt auch noch an. Elias Sambühl, Kai Mahler, wie es heisst, unglaubliche Cracks. Der Juri Podlatschikow, Snowboard auch, oder TTR-Weltmeister. Das sind ganze Haufen Cracks und das ist wunderbar. Immer gerade zu sagen, welchem das jetzt der Knopf so à la Feuz aufgeht, das ist noch schwierig. Ich bin der Meinung, Biathlon und der Weger haben noch ein grosses Potenzial, weil ich glaube auch, dass es mediales Riesenpotenzial hat, die Sportart Biathlon. Aber da gibt es wahrscheinlich 10, 15, die ich sicher einen will vergessen, zum Aufzählen in den verschiedenen Sportarten, die wir haben. Ich glaube nicht, dass wir uns so wahnsinnig fürchten müssen. Im Gegenteil, wir dürfen Freude haben, glaube ich, in Zukunft raus. Gut. Vielleicht in 10 Jahren bringen Sie sogar noch ein Talent. Sie haben eine Tochter, die ist 8 Jahre alt. Ihre Frau war Weltmeisterin im Skiakrobatik. Sie sind Weltmeister im Skifahren. In welche Spur wird Ihre Tochter einschlagen? Ja, das ist noch schwierig zu sagen. Ich hoffe natürlich, dass es ein bisschen Richtung Alpin geht. Wenn ich so ein bisschen die Veranlagung schaue und der Schalk, dann ist es eher die Mutter, was auch wunderbar ist. Aber am Schluss muss sie es wissen. Also bei uns wird sie überhaupt nicht gedrängt. Im Gegenteil, wir lassen sie im Moment noch nicht Skirennen fahren. Weil wir sagen, das ist wichtig, Freude haben in diesem Alter mit 8 und später kann man dann immer noch. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, wenn man ein Kind hat. Aber sie trainiert schon ein bisschen in einer Gruppe? Oder? Nein, bewusst nicht. Eben, wir heben sie zurück. Sie soll machen, was sie Freude hat. Sie macht auch Karate, sie macht Geräteturnen. Ich glaube, im Alter um die 8 bis 10 ist es wichtig, dass man sich sehr polysportiv ausrichtet und nicht schon zu früh fokussiert. Aber sicherlich sehr viel Sport. Das liegt wahrscheinlich in den Genen der Familie. Okay. Herr Lehmann, ich danke Ihnen ganz vielmals für das Gespräch. Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wünsche ich einen schönen Abend. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch nächste Woche wieder einschalten würden. Gleicher Sender, gleiche Zeit. Ade miteinander.